Die Mechanik ist ein wahnsinnig breites Feld. Man kann sich in die verschiedensten Bereiche vertiefen. Das Aufgabengebiet von FertigungsmechanikerInnen umfasst die Montage von Einzelteilen und Baugruppen zu Serienerzeugnissen, die in der Industrie produziert werden. Das können zum Beispiel Haushaltsgeräte, aber auch Kraftfahrzeuge oder andere Produkte sein. Bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen, werten FertigungsmechanikerInnen technische Unterlagen aus und stellen Bauteile her, die sie später weiterverarbeiten. Die Einzelteile setzen sie durch verschiedene Fügverfahren zusammen und überprüfen die Funktionen der Baugruppen. Es gehört auch zu ihren Aufgaben, Maschinen und technische Systeme zu pflegen und zu warten und qualitätssichernde Maßnahmen durchzuführen. Die Ausbildungsdauer dieser Ausbildung beträgt 3 Jahre und während dieser 3 Jahre kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 1015 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 1075 Euro im zweiten Ausbildungsjahr und ca. 1155 Euro im dritten Ausbildungsjahr rechnen. Du arbeitest im Schichtdienst und deine Einsatzorte sind Betriebe der Metall- und Elektroindustrie. Was deine Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten anbelangt, hast du die Möglichkeit, dich zur Ausbilderin oder Meisterin fortbilden zu lassen oder du studierst anschließend. Keine Sorge, es gibt noch mehr Möglichkeiten der Fortbildung. Wenn du mehr Informationen zu diesem Thema suchst, findest du unten in der Videobeschreibung einen Link. Deine Ausbildung verläuft dual ab. Das bedeutet, du verbringst deine Zeit also nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Berufsschule, wo du dann die theoretischen Hintergründe deiner praktischen Arbeit erlernst. Im ersten Jahr steht die Fertigung von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen und die Instandhaltung von technischen Systemen auf dem Programm. Während du dich im zweiten Jahr vor allem mit der Herstellung von Baugruppen und deren Montage bzw. Demontage auseinandersetzt. Im dritten Jahr lernst du unter anderem etwas über die Sicherstellung von Montage bzw. Demontageprozessen und deren Überwachung und Optimierung. Parallel zu diesen Themen vermitteln dir deine AusbilderInnen im Betrieb viel praktisches Können, das du für dein späteres Berufsleben brauchst. Du lernst, Werk-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu unterscheiden und bei deiner Arbeit an Maschinen und technischen Systemen die geltenden Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Auch die verschiedenen Fertigungsverfahren für die Herstellung von Bauteilen lernst du kennen. In der zweiten Hälfte deiner Ausbildung befasst du dich im Betrieb mit der montagegerechten Lagerung von Bauteilen und Gruppen und deren Montage zu Gesamtprodukten. Dir wird auch gezeigt, wie du Baugruppen hinsichtlich ihrer Qualitätsanforderungen überprüfst. Deine Abschlussprüfung besteht aus 2 Teilen, von denen dich der erste gegen Ende deines zweiten Jahres erwartet. Genau wie der zweite Teil besteht er aus praktischen Aufgaben und einem theoretischen Teil. Neben deiner Prüfung ist aber auch dein Berichtsheft relevant für das Abschließen deiner Ausbildung. Dieses Berichtsheft führst du während deiner gesamten Ausbildungszeit und es wird regelmäßig von deinen AusbilderInnen kontrolliert. Als Schulabschluss solltest du am besten einen Realschulabschluss oder einen sehr guten Hauptschulabschluss mitbringen, um mit deiner Bewerbung Erfolg zu haben. Dabei legen die ArbeitgeberInnen bei Auszubildenden meistens großen Stellenwert auf gute Noten in Physik und idealerweise in Werken und Technik. Da die Arbeit oft körperlich anstrengend ist, solltest du belastbar sein, dabei aber gleichzeitig sorgfältig vorgehen, um auch kleine Einzelteile richtig montieren zu können. Jetzt gibt es für dich noch eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte dieser Ausbildung. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.